Herzlich willkommen zur Zimmerführung hier im Centerparks Nordseeküste. Ich habe heute die Zimmernummer 104 und bin im Haupthaus. Kommt doch mit rein. Hier gleich nach dem Eingang seht ihr meine Garderobe. Es ist zugleich auch mein Wandschrank. Er ist sehr offen gehalten. Ich habe ihn, wie ihr seht, mal wieder gut gefüllt mit allem möglichen von meinen Klamotten. Hier habe ich T-Shirts eingeräumt und da unten meinen Schuhhof aufgestellt. Direkt gegenüber geht's ins Badezimmer. Es ist relativ klein, aber sehr fein und sehr, sehr neu. Und ich finde diese Wand einfach mega cool. Ein kleiner Ausblick auf die Nordsee raus. Ansonsten hat man eigentlich alles, was man braucht, bereitgestellt. Man hat sogar ein kleines Handdesinfektionsmittel und Spiegel, Schminkspiegel, alles da, was man braucht. Hier ist dann der große Bereich vom Hotelzimmer. Hier habe ich mir hier ist so eine kleine Bench, habe ich mir meinen Laptop aufgestellt. Es gibt hier auch eine Kaffeemaschine, einen Wasserkocher, sodass man sich die Kleinigkeiten selbst zubereiten kann. Hier ist auch so eine kleine Chiller-Ecke und diese Couch ist ultra bequem. Also sie ist einfach hammermäßig geil. Gegenüber ist auch der Fernseher, also man könnte von hier aus oder von diesem, ihr seht es, riesigem Bett aus Fernseh schauen. Und die Matratzen sind auch richtig, richtig bequem. Auch hier ist wieder so eine richtig schöne Landschaft im Hintergrund zu sehen. Hier draußen, wir werden jetzt nicht rausgehen, es ist mal wieder dunkel draußen. Es ist als Fluchtweg ausgeschildert und es ist eigentlich kein Balkon. Trotzdem kann man rausgehen und so ein bisschen auf dem mehr oder weniger Hausdach spazieren gehen. Ja, hier habt ihr noch einen kleinen Spiegel vorm Bett und ansonsten geht's für mich jetzt dann erstmal ins Bett und wir sehen uns ganz bald wieder.